alle, die nach 2000 geboren werden oder geboren wurden, werden nah an die 100 Jahre Lebensalter kommen und das verändert die Struktur unserer Gesellschaft dauerhaft. Wir als VDEK, wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes und einigermaßen mobiles Leben zu Hause führen können. Und dafür müssen wir ganz viel tun. Dafür muss in der Pflegelandschaft noch ganz viel an Know-how entwickelt werden und eben auch mehr an Verantwortung durch die Politik erfolgen. Die gewählten Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter bei uns in der Mitgliederversammlung haben vor 10 Jahren begonnen, sich mit dem demografischen Wandel zu beschäftigen und haben im Zuge dessen den Zukunftspreis ins Leben gerufen, um genau solche Projekte sichtbar zu machen, die sich mit der Versorgung einer älter werdenden Gesellschaft beschäftigen. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Deshalb habe ich das auf Nummer 2 bei mir gesetzt. Es gibt ein Preisgeld für die Gewinner von insgesamt 20.000 Euro. Wir wollen mit diesem Preisgeld die guten Ideen honorieren und Nachahmer motivieren, sich zu engagieren. Töchter und Söhne bietet pflegenden Angehörigen und ehrenamtlich pflegenden Beratung, Schulungen und Informationen über das Internet an. Mit Online-Pflegekursen, in denen pflegende Angehörige all das Wissen sich aneignen können, das für die häusliche Pflege relevant ist. Wir von der Charité, wir haben einen Online-Pflegekurs zusammen mit Töchter und Söhne konzipiert. Dabei war es uns besonders wichtig, dass wir zum einen die relevantesten Informationen für die Zielgruppe zur Verfügung stellen, aber auch valide wissenschaftliche Ergebnisse zur Verfügung stellen und diese Inhalte auch besonders einfach aufbereitet sind für die Zielgruppe. Auf dem Lande bei uns haben wir gemerkt, dass der demografische Wandel stark greift. Immer mehr Ältere, die allein leben zu Hause, sind auf Hilfe angewiesen. Und unser Verein unterstützt dabei, zum einen so lange wie möglich zu Hause wohnen zu bleiben und zum anderen am sozialen Leben teilhaben zu können. Wir haben angefangen mit 70 Leuten. Mittlerweile sind wir auf 470 angewachsen. Es ist also ein Zeichen, dass Hilfe ganz stark gebraucht wird. Das Teekesselchen ist ein Projekt für Patienten, die die Begleiterkrankung Demenz haben, was hier im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke entstanden und auch quasi gestartet ist. Die Patienten, die hier sind, erfahren eine höhere Heilungschance, dadurch, dass die aus diesem Krankenhausalltag rausgenommen werden. Das verleiht dem Patienten eine Struktur. Die wissen dann genau, morgen haben wir wieder eine Sitzung, da müssen wir hin. Und dann freuen die sich schon darauf. Ist schön. Es ist beeindruckend, wie viele gute Projekte es gibt. Und das bestätigt uns auch in unserer Annahme, dass wir den demografischen Wandel gut meistern können, indem wir eben die Versorgung in die richtige Richtung lenken. Das ist eigentlich der Weg, den wir gehen müssen, damit wir möglichst viele Ideen reinkriegen. Da müssen wir jetzt mit anfangen.